Jetzt haben wir Sonne, Wind und ich glaube in Traunsee. Mehr braucht man nicht, dass das Lake Venture ein Erfolg wird, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, viel bessere Bedingungen, wie wir es jetzt gerade haben, hätten wir uns eigentlich nicht wünschen können. Das erste Mal seit einigen Jahren, seit wir das Lake Venture eigentlich machen, dass die Vorhersagen so sind und dass wir traumhaftes Wetter für jeden haben, der gern herkommen möchte. Vom 28. bis 30. Juni sorgte das Lake Venture Traunsee in Rindbach in Ebensee wieder 3 Tage lang für atemberaubenden Sport auf und abseits des Wassers sowie reichlich Partyvergnügen, inklusive großer Ö3-Disco am Samstag als Sundowner. Den Auftakt machte bereits am Freitag der rund erneuerte Kids Day. In unterschiedlichen kostenfreien Workshops konnten Kinder das umfassende sportliche Angebot spielerisch entdecken. Am Wochenende lockten dann Kitesurfer mit Österreichs Aushängeschild Stefan Spiesberger, Stand-Up-Paddling, Wakeboarden, Bouldern und vieles mehr in die Event-Area und konnten von Jugendlichen und Erwachsenen nach dem Motto Try it yourself ausprobiert werden. Was ist denn eigentlich das Lake Venture? Was versteht man denn unter dem Namen? Eigentlich soll es eine Veranstaltung werden, die kombiniert, dass Sportler wirklich Höchstleistungen bringen können und Familien, die gern auch gemeinsam etwas machen wollen, das auch hier machen können. Also es werden sportliche Bewerbe ausgetragen, aber ebenso können Familien und auch junge Leute einfach herkommen, Sportarten probieren und das einfach testen und ein Gefühl kriegen für Wasser- und Landsportarten, die man sonst nicht so einfach probieren kann. Damals noch unter dem Namen Action Days, wurde das Event wirklich ins Leben gerufen, einfach auch ein bisschen als Kontrastprogramm oder zur Unterstützung, ein bisschen in eine andere Richtung wie die klassische Traunsee-Woche, damit wir einfach wirklich ein breites Publikum ansprechen können und nicht nur im Bereich auf Segeln gehen können, sondern einfach auch zu klassischen Trendsportarten, die wir alle am Traunsee anbieten können. Und daraus hat sich das eigentlich entwickelt. Ja, die Location ist besonders, weil man gerade hier im unteren Teil in Ebensee diesen thermischen Wind hat und das ist eigentlich was Einzigartiges, weil bei schönem Wetter haben wir dann perfekte Bedingungen wie heute. Ist vergleichbar mit irgendeiner anderen Region? Eigentlich nur in den Alpen findest du so geile Bedingungen. Du hast einfach die Wahnsinnskulisse und ja, wenn man aus dem Berg kommt, dann ist es einfach die Berge und das Wasser vereint. Macht es am meisten Spaß zum Fahren. Warum hat man sich genau den Traunsee ausgesucht und genau die Salzkammergut-Region? Erstens einmal muss man ganz ehrlich sagen, wir stehen da wirklich im Herzen von Österreich und da trauen sie mit der Location, also gerade wenn man zum Beispiel die Kiter befragt, es wird auch jeder sagen, das ist eine der wunderschönsten Locations, bei dem man eigentlich kiten, freestylen und fallen kann. Also nirgendwo ist so schön und mit der grandiosen Kulisse, wie wir es da haben. Und wie man heute auch gerade sieht, eigentlich ist er recht windsicher. Also wir können für jeden was bieten, jede Windstärke im Normalfall über ein ganzes Wochenende. Also optimale Bedingungen für jede Wassersportart da. Ich bin da aufgewachsen, ich habe angefangen mit Windsurfen, dann zum Kiten über und ja, einfach halbe top. Schau, eine Runde, machen wir einen 360er Traum, oder? Ja, bis jetzt nicht gleich. In jede Richtung was Schönes, oder?